Ich hab jetzt ein paar Tage frei und frage mich, was soll ich tun? Ich packe einfach mal den Koffer. Ich denk, für mich wird sich schon lohnen. Der Taxifahrer fragt, wo soll's denn hingehen? Schau ihn mit großen Augen an. Er sagt, in diesen Fällen hätte er einen Tipp. Jetzt steig mal ein, ich nehm dich mit. Ich fahr dich jetzt hier mal zum Bahnhof. Die Reise kostet auch kein Geld. Du nimmst den Zug dann auf Gleis 13. Er bringt dich wohl in deine Welt. Und ich steig in den Zug auf Gleis 13. Auf dem Schild steht groß, Ziel unbekannt. Und ich weiß nicht, wohin er mich führen wird. Doch Hauptsache ist, er fährt ins Glück und nicht zurück. Ich sag dem Schaffner, ich hab kein Ticket. Er sagt, hier braucht man das auch nicht. Ich frag ihn dann, wo geht's denn hin? Er sagt, wär schön, wenn er das wüsst. Je nach Wetterlage und je nach Stimmung, je nachdem, wer hier drin sitzt, stellen sich die Weichen, verändert sich die Richtung, verändert sich die Sicht. Ich könnt ihn steuern durch Gedanken, doch meistens fährt er da nicht los. Eher der Zufall, eher das Schicksal, eher das ich lasse los. Und ich sitze im Zug auf Gleis 13. Auf dem Schild steht groß, Ziel unbekannt. Und ich weiß nicht, wohin er mich führen wird. Doch Hauptsache ist, er fährt ins Glück und nicht zurück. Ich frag den Schaffner dann, welche Leute hier mitfahren. Er sagt nicht unbedingt normale, rationale. Meistens Träumer, die Angst haben vor Stillstand. Einfach Menschen, die wollen mehr. Auf der Suche nach Liebe und Glück. Und ich sitze im Zug auf Gleis 13. Auf dem Schild steht groß, Ziel unbekannt. Und ich weiß nicht, wohin er mich führen wird. Doch Hauptsache ist, er fährt ins Glück. Ja, ich sitze im Zug auf Gleis 13. Auf dem Schild steht groß, Ziel unbekannt. Und ich weiß nicht, wohin er mich führen wird. Doch Hauptsache ist, er fährt ins Glück und nie mehr zurück.